Was sind das für Typen? Schatten Stufe 4. Angreifen. Jesus, Milfi. Versuch's. Ja, das war gut. Kleinen Kettenblitz auf die Typen setzen. Na los, mach zu. Sauber. Warwick ist aufgestiegen. Alle sind aufgestiegen. Das ist ja gut. Also, zuerst Point Warwick. Du bist mit deiner Armbrust unterwegs. Was ist das? Du fügst Gegnern, die nur leicht verletzt sind, höheren Schaden zu. Das klingt gut. Cassandra. Entschlossenheit. Du kämpfst erbitterter, wenn du verletzt bist. Gewinnst dadurch aus, weil du Gesundheit verlierst. Vergeltungsschlag. Pfeilabwehr. Schildwall. Schildschlag. Durch den Einsatz spezieller Kampftechniken der Orleanischen Chevaliers verhinderst du, dass dich Gegner mit Flankenangriffen. Okay. Und Solas? Du kannst jetzt Geistschlag bekommen. Das ist wichtig. Das ist alles drin. Die ganzen Taktiken sind drin. Verhalten. Die leisten gute Arbeit. Paralytischer Spielzeugsoldat. Vorsicht! Anhalten! Stufe 4 Kettenblitz. Er war schon hin, ich sehe gar nichts. Hier ist ein Wald in meinem Auge. Das hier. Sperrfeuer. Kettenblitz. Das sind zwei Bogenschützen. Okay. Ein Angriff auf die Schützen. Kettenblitz. Sperrfeuer. Okay. Das war so gut.
Templerlager. Die machen das ganz gut. Ring der verbesserten Konterhaltung. Konterhaltung war, glaube ich, Zweihand. Nicht zwei, Fort Connor. Von dem jungen Al Eamon erbaut. Konterhaltung ist für Zweihandwaffen. Schockender Stab. 37. Da stehen wir nun, Elf, und machen wieder mal die Sauerei der Menschen weg. Was täte die Inquisition nur ohne euer ausgleichendes Wesen, Meister Tethras? Ich schätze, sie würden Dörfer niederbrennen. Warte mal, hier müssen wir kämpfen. Das tun die meisten Menschen, die ich kenne. Stufe 5. Sind die Herren dann fertig? Regt euch nicht auf. Wir sind schließlich hier, um euch einfältig... Feuer. Menschen ein wenig zu helfen. Eis. Durch alles in die Luft. Mal wieder. Ich wollte gerade sagen, wir sind doch jetzt auch Stufe 5, ne? Ja. Zeig mir mal die Karte. Templer im Westen. Die Kämpfe zwischen bla bla bla. Gebiet in Gefahr. Lager am oberen See. Was ist das? Nagender Hunger. Den Elementen ausgeliefert. Was ist das? Blutsbrüder. Hier hinten ist noch so ein Okularium. Dämmerlichtlager, das hab ich schon gefunden, ne? Ja, ich könnte da hinreisen. Da war der Drache oder was auch immer das ist, das Vieh. Also erstmal das. Hier oben. Stehen sie. Pass auf, der kommt auf dich. Eis. Eis, Mann. Und zurückziehen. Und angreifen. Vollgas. Cassandra ist halt die einzige Frontkämpferin vorne, das ist blöd.
Templer-Schild. Eine Großaxt. Lass ich mal gucken. Nee, das hier. Kann sie gar nicht verwenden. Stufe 8. Fein. Templerlager entdeckt. Die Templer haben dort vorne einen Stützpunkt errichtet. Wir greifen an. Passt. Schütz. Ich glaube, Cassandra ist da alleine. Stufe 5. Das ist gut. Vitar. Ich will nur Kunari absetzen. Langbogen des Partisanen, Verteidigerrüstung. Hier ist noch irgendwas. Hier steht jemand. Templerritter. Einfrieren. Königsweg sicherer sein. Ein Schwert, die süßlichen Finger. Also, Cassandra brauche ich. Erstmal. Was war denn mit der Rüstung? Ach, die hat einen Rüstwert von 90, alles klar. Die hat schon eine ziemlich gute Rüstung. Und die Waffe? Die sieht gar nicht schlecht aus. Bonus, Trennung, Angriff. Macht weniger Schaden. Wird er trotzdem bekommen. Ist immerhin violett. Ja, das geht. % maximale Gesundheit. Minus 100 Rüstwert. Siegel. Das ist schwierig. Du hast ein Siegel gefunden. Siegel können an Rüstung angebracht werden und gewähren sowohl besondere Vorteile als auch einzigartige Nachteile. Ja, das hab ich gesehen.
Aber nicht schlecht, die Typen. Das Magierlager auseinandergenommen und das Templerlager auseinandergenommen. Gute Arbeit. Abtrünnige Magier haben in der Gegend versteckte Vorratslager angelegt. Was ist das? Ach so, das sind auch mehr Vorratslager. Ja, überall verteilt. Kriegsverweigerer Schlüssel. Im Hexenwald gibt es eine verschlossene Hütte. Dann suche ich erstmal die Scherbe, da kann ich aber hier direkt schnell reißen. Warum nicht? Tränke haben die noch genug, oder? Ja, ja, mehr als genug. Gut, das sind Ausrufezeichen. Nagender Hunger. Ach, hier muss ich Witter abknallen, okay. Hier rennt sie schon. Sind in die Hügel geflohen. Welche Stufe haben die Abtrünnigen? Kann ich nicht sehen. Ach, das sind wohl unsere Leute. Ja, das sind freundliche. Gute Arbeit. Jetzt wird es sich die Leute zweimal überlegen, bevor sie die Inquisition angreifen. Festung der Abtrünnigen Magier. Die habe ich doch schon erledigt. Was ist das? Astarien. Bezüglich eurer Anfrage hinsichtlich der sogenannten Astarien, sind wir der Überzeugung, dass es sich bei ihnen um Relikte eines Kults aus der präandrastischen Epoche des Reiches von De Winter handelt. Gott. Müssen wir mal ganz einen Roman schreiben. Astarien erlauben dir, die Geheimnisse des Himmels zu entschlüsseln. Bilde die Darstellung des Sternbilds nach, indem du Sterne miteinander verknüpfst, ohne dieselbe Linie zweimal zu ziehen. Nee, halt. Wenn, dann muss ich hier anfangen. Okay. Judex. Unten gerichtetes Schwert dargestellt, im Volksmund das Schwert der Gnade. Wo führt das hin? Keine Ahnung, wir müssen Witter töten.
Das ist so ein Hase, was ist denn das hier? Skizze von Kallenhards Brückenkopf. Amethyst. Da oben rennt sie. Nur noch 6 solche Viecher. Er wird alles erschossen. Was sich bewegt, wird erschossen. Bisschen übertrieben, aber okay. Dachtet ihr wirklich, das Konklave hatte eine Chance, Frieden zu stiften, Sucherin? Ihr nicht? Welchen Plan hatte die Göttliche? Alle Parteien zu versammeln und zu hoffen, dass sie sich einigen? Die Heilige hat mich nicht in ihre Pläne eingeweiht. Vielleicht dachte sie alle wären des Sterbens und des Krieges überdrüssig. Wann war das je der Fall? Bei Templern oder Magiern? Ich werde nicht über eine Tote spotten, Varric. Sie hat getan, was sie konnte, und das ist mehr als die meisten tun. Witwe Mara. Mara, ich hab's eigentlich alle getötet, aber ich hab deinen Ring nicht gefunden, oder? Nehmt euch vor den Templern in Acht! Es kümmert sie nicht mehr, wen sie töten. Ja, bis bald. Lebt wohl. Oh. Ja, ich weiß. Hat die eine Truhe hinterm Haus? Ja. Präziser Langbogen. Hier steht eine Truhe, ganz einsam. Helm der freien Morschen. Naja, ist nicht viel wert, aber... Was hast denn du für einen Helm? Rüstung ist das. Helm. Ja, der ist besser. Solas. Abenteurerhaube. Ich hab das Ding auf. Haube des Inquisitors. Alles gut. Ja, hören tue ich die Viecher. Das müssen die Vorratslager sein, nach denen wir für Whittle suchen sollten. Thank you.
Warte mal, hier ist irgendwas. Okay, Kettenblitz. Gut. Schutz. Okay. Und angreifen. Kettenblitz. Los. Echt beeindruckt, die machen das gut. Kannst du das aufmachen? Ja. Super. Die Abtrünnigen hatten sich selbst eingesperrt, um in Sicherheit zu sein. Dann haben die Templer das Haus in Brand gesteckt. Und das war's für die Leute. Aquamarin Seelenstab. Seelenengelstab nennt er sich. Versenkte Ecken. Tagebuch. Okay, Solas ist das. Da muss mal gucken. Guckt. Das hier. Klugheit, Bonus, Barriereschaden. Ist ein bisschen schwächer, aber es ist blau. Halt, hier ist so ein Tier. Das gar nichts hinterlassen? Doch. Gut. Ja, das geht klar, aber ich werde jetzt ja hier nicht abhauen, wenn die. Erstmal, wenn hier ein Ausrufezeichen ist. Was ist das? Scherben in den Hinterlanden. Elementen ausgeliefert. Abtrünnige Magier, bla bla bla. Vorräte könnten helfen, um Dings zu machen. Hier übersehen. Eine Elfenwurzel. Sehr schön. Hol dir ruhig das Zeug. Alles gut. Aber ich spiele nicht Katz und Maus wegen so einem Ding. Wenn ich es jetzt nicht sehe, sehe ich es jetzt nicht. Das ist auch bloß gut. Doch so einen Witter brauchst du nicht töten.
Entschuldigt bitte. Ja, ja. Habt ihr vielleicht noch eine andere Späherin der Inquisition gesehen? Eine Elfin namens Ritz? Ihr sagtet, eure Freundin habe sich nicht zurückgemeldet? Sie sollte sich einige Abtrünnige näher ansehen. Ich würde ja nach ihr suchen, aber ich bin im Dienst. Wir unterhalten uns später. Sonderbare Bettgenossen. Okay, hier ist erstmal ein Lager. Wegen Schnellreise wäre das eine gute Idee. Geistresistenz. Resistenz gegen Geistschaden. Ich habe gar keinen Gürtel. Ist eigentlich völlig wurscht. Ringe habe ich auch nicht. Hier könnten wir unser Lager aufschlagen. Machen wir auch. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Okay. Geologische Studie der Hinterlande habe ich doch. Eisen und Onyx. Gut. Es gibt Neuigkeiten, Sir. Setzt mich ins Bild. Seht selbst, Sir. Dragostein. 5x Dragostein, 10x Eisen. Naja, gut. Ich bin zwar kein Freund davon, das schöne Zeug wegzugeben, aber ich will ja den Leuten helfen. Außerdem erhöht es den Einfluss. Es gibt neue Berichte. Setzt mich ins Bild. Das hier könnte sich als nützlich erweisen, Sir. Geologische Studie. Quest abgeschlossen. Okay, was ist das? Aktivieren. Habe ich aber einiges an Eisen wieder verloren. Und Dragostein. Was ich nicht verlieren darf, sind Elfenwurzeln. Ah, hier ist das gleich. Weitere Vorräte für Rekrut Whittle. Whittle. Rekrut Whittle, das klingt wie ein Volltrottel. Gefunden bei einem toten Templer. Elendra. Ich weiß nicht, ob diese Zeilen dich erreichen, aber was soll ich sonst tun, als mit der letzten Kraft meiner zitternden Hände schreiben? Ein Phylakterion, ich weiß, was das ist. Schon hat seins zerstört. Puste die Viecher weg, die hier rumrennen. Das bringt Erfahrungspunkte. Wir sind in der Nähe eines weiteren Artefakts. Eines weiteren Artefakts?
Soldaten der Inquisition. Ich kenne euch. Man nennt euch den Herold Andrastes. Aufgrund dessen, was ihr in Haven getan habt. Aber seid ihr das auch? Der Erbauer hat es mir nicht gesagt. Ja. Ich bin der Herold Andrastes. Und ihr behauptet, ihr besäßet Macht über die Risse, die der Erbauer am Himmel geöffnet hat? Ich kann die Risse schließen, ja. Dann beweist es. Zeigt mir, dass sich die Risse eurem Willen beugen. Dem Willen des Erbauers. Zeigt mir, über welche Macht ihr verfügt. Dieser Kult. Was macht ihr hier draußen? Was wird eurer Meinung nach geschehen? Die Kirche ist gefallen und hat dadurch ihre Unvollkommenheit offenbart. Der Gesang des Lichts war eine Lüge. Es war überheblich zu glauben, sterbliche Lippen könnten den Willen des Erbauers in Worte fassen. Also warten wir in Stille. Der Erbauer hat den Himmel geöffnet. Schon bald wird er seine Auserwählten zurück in die goldene Stadt rufen. Auf ein andermal. Möge euch der Erbauer wieder zu uns führen. Okay. Ich nehme an, es ist nur natürlich, dass einige darauf verfallen, die Bresche anzunehmen. Wenn auch nur in der Hoffnung, sie zu besänftigen. Lona ins Exil. Warte mal, hier ist irgendwas. Geld in der Ecke geschmissen. 41 Goldstücke, hier sind aber nur reiche Leute am Start. My Lady, ich habe Gerüchte über die Ursache der Explosion gehört, der die Göttliche zum Opfer fiel. Wir müssen nicht länger auf Gerüchte hören. Wir kennen die Wahrheit. Das war der Erbauer, der die Göttliche. Muss auf der anderen Seite sein. Mein Vater ist tot. Er will überhaupt nicht. Dragostein. Friede sei mit euch, wenn ich das schon höre. Hinten haben sie so einen Riss. Was für Kreaturen sind das, weiß ich nicht. Jetzt weiß ich's. Stufe 5, niederer Schrecken, angreifen. Das war gut. Sauber, sauber, sauber. Der Kettenblitz. Komm, 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 Kettenblitz, habe ich gesagt. Riesen. Klasse. Helm der freien Marschen. Rüstungswert Stufe 5, 12. 13. 12. 11. Blitzessenz.
hier geht's rein. Langbogen des Partisanen. Millionen Bögen habe ich mit. Dragostein dreimal, das ist gut. Die Getränke von Feders. Wohltat. Ich meine, was hätte ich der Göttlichen sagen sollen, was ich nicht auch euch hätte sagen können? Entschuldigt bitte. Seid ihr auf eurem Weg hierher zufällig einer jungen Adligen mit blondem Haar und hellgrünen Augen begegnet? Lady Berlina sollte hier sein. Wir müssen zusammen sein, wenn der Erbauer erscheint. Wo könnte eure Freundin sein? Sie ist meine große Liebe und sollte eigentlich hier sein. Ich hatte ihr schon vor Wochen geschrieben. Ich weiß, der Weg den Hügel hinauf ist gefährlich, aber die Magier und Templer würden doch sicherlich keine junge Dame behelligen. Es tut mir leid, ich kann euch nicht helfen. Ich bitte euch, solltet ihr meine Liebste sehen, so sagt ihr, dass ich hier auf sie warte. Okay. Was machen denn die? Hundsleder. Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Friede deiner Asche. Verkünderin. Tränen des Erbauers. Was war ich für eine Närrin, an euch zu zweifeln? Wie können wir euch dienen, Herold Andrastes? Helft den Flüchtlingen. Sagt euren Leuten, sie sollen den Flüchtlingen helfen. Wie ihr wünscht, Herold Andrastes. Einige wenige werden hier bleiben. Der Rest wird aufbrechen und euren Willen erfüllen. Vergesst nicht, dass wir euch gedient haben, wenn euch der Erbauer zu eurer großen Bestimmung ruft. Alles klar. Flache Atmung. Noch einen Langbogen. Oh, meine Kapazitätsgrenze wird jetzt langsam erreicht. Ich muss wieder zurück. Da oben liegt jemand. Wie kommt man denn dahin? Gute Frage. Nehme ich mir lieber die Kohle. Spitzer Streithammer. Königin Asha von Antiva. Königin Asha von Antiva, das klingt doch gut. Seid gegrüßt, mein Name ist Hindel. Deine Mutter braucht Hilfe. Eure Mutter hat Schwierigkeiten zu atmen, Hindel. Euer Vater schickt mich zu euch, um einen Trank für sie zu holen. Wie bitte? Es ginge doch gut. Ihre Atemprobleme waren doch eigentlich in Ordnung. Ich kann ihr helfen. Hier, ich habe noch etwas vorrätig. Und jetzt geht bitte. Bringt ihr den Trank? Ja, mach ich. Muss sowieso zurück. Wo war denn das? Hier drüben. Kommt man denn? Autsch. Ja, das ist natürlich klar. Hier brauchst du Geschick. Ich versuch's nochmal. Ah,
Das würde mich dann schon interessieren, wenn sie dort schon so einen Typ da hochgelegt haben. Muss ich wenigstens gucken, was der in Taschen hat. Ja, gut gemacht. Ring der kritischen Treffer. Den hast du dir ja jetzt wohl verdient. Ring der kritischen Treffer. 2%. Nicht gleich zu mächtig werden. Ja, mein Inventar ist eh voll. 58. Ich muss zurück. Das kann ich über die Schnellreise machen. Ich habe ja einiges erfüllt und kann... Kann ich per Schnellreise wieder hierher? Nee. Nee. Aber hier in das Lager kann ich und von da aus bin ich dann schnell in der Region wieder. Flache Atmung, nagender Hunger meiner lieben Philapterion. Okay. Ja, bitte. Ja, ja, weiß ich. Ja, kann ich jetzt alles verkaufen, ne? Mach's einfach. Geil gesammelt. Halt das Lebenswächter-Ding nicht. Das ist ganz interessant. Da kann man nicht sterben. Es war bloß 8 Goldstücke wert, aber das Siegel auch nicht. Und die Materialien auch nicht. Was ist denn bei alles verkaufen? Ich hoffe, der verkauft da die Materialien nicht. 8 von 60. Werkstoffe. Waffenpläne, Rüstungspläne. Weiß nicht, ob der die verkauft hat, die Waffenpläne. Zumindest habe ich die Materialien noch. Ganz schön viel gesammelt. Okay. Also gut, werde ich die Typen mal abgrasen. Das ist der. Habt ihr den Trank? Ja, habe ich. Hier, bitte. Der Trank und eine Anleitung, wie man ihn herstellt. Sylle segne euch, oder der Erbauer, oder wer auch immer. Was macht das schon für einen Unterschied? Ich bin euch einfach nur dankbar. Ich werde ihn ihr sofort geben. Und sollte ich der Inquisition je helfen können, werde ich es tun. Darauf habt ihr mein Wort. Danke. Hier hinten war der Jäger. Er kann jetzt erstmal was zubereiten. Magier, Templer, Banditen, Dämonen. Das macht es einem Mann wirklich schwer, sein Abendessen zu erlegen. Hier, das hilft euch vielleicht weiter. Mehr als das. Damit kann ich diese hungrigen Bäuche füllen und den Leuten etwas Hoffnung geben. Ich hatte bisher nicht viel von der Inquisition gehalten, aber ihr seid die Einzigen, die uns helfen. Vielleicht habe ich mich ja geirrt. Kein Problem, gern geschehen. Ach, das ist die Verzauberin. Mit der hab ich schon gesprochen. Seid gegrüßt. Ich glaube, das ist euer Phylakterion. Ich fand es bei einem toten Templer namens Metrin. Ah, ich hatte schon vermutet, dass er tot ist, nachdem er weder zu mir gekommen ist, noch eine Nachricht geschickt hat. Der Erbauer möge die Narren verfluchen, die diesen Krieg begonnen haben, und die Narren, die ihn jetzt austragen. Ich danke euch. Matrin hat mir viel bedeutet. Hier, für eure Mühen. Die Inquisition könnte die Fähigkeiten einer mächtigen Magierin gut gebrauchen.
Wenn ich andere töten wollte, hätte ich mich den Aufständischen angeschlossen. Wieso sollte die Inquisition da besser sein? Ich selbst komme auch aus dem Zirkel. Ich weiß also etwas über diesen Konflikt und habe mich den Aufständischen ebenfalls nicht angeschlossen. Das ist wahr. Wenn die Inquisition denkt, ich könne ihr helfen, werde ich alles tun, was in meiner Macht steht. Ich stelle meine Fähigkeiten in eure Dienste. Gebt mir nur einen Moment, um alles zusammenzupacken. Gut. Emissär gewonnen. Gar nicht übel. Also das hat sie wirklich gut gemacht. Zeig mal das Tagebuch her. Meister der Pferde, mit dem muss ich ja auch noch sprechen. Die Söldnerfestung. Findet die Vorratslager der Abtrünnigen, Risse am Zwergensohnpass, Kontrolle über die Hinterlande, Karte zum Wasserfall, Skizze vom Brückenkopf. Gott, ist das viel. Steinernen Türme. Dem ein Mann seine beunruhigenden Träume schildert und von seinem Plan erzählt, in einer Höhle in den Hügeln Frieden zu suchen. Blutsbrüder, Kriegsverweigerer. Finde den Schlüssel. Suche nach der vermissten Speerin. Finde die Vorratslager. Da war ich jetzt dabei und da mache ich jetzt weiter. Also wieder hier. Also ich bin mit denen voll zufrieden. Die leisten wirklich gute Arbeit. Tolles Team. Ich könnte aber noch einen Frontkämpfer gebrauchen. Ja, glaube ich. Alles abknallen. Es war ein bisschen brutal, aber ist das nun mal. Die Elfenwurzel ist nachgewachsen. Das ist allerdings gut zu wissen. Hier ist ein Gegner. Der ist auch nachgewachsen. Was ist das? Keine Ahnung, erstmal einfrieren. Gesetzloser Stufe 5. Kettenblitz. Schwere Abenteurerrüstung. Stufe 1, das kannst du vergessen. Kunari Faustschild. Nur Krieger. Schwere Abenteurerrüstung. Das? Was auf, hier sind, hier schießt jemand.
Gut, gut, gut. Verbringt ihr wirklich den Großteil eurer Zeit im Nichts? So viel wie möglich. Das Nichts enthält Wissen im Übermaß für jene, die wissen, wo sie suchen müssen. Sicher, aber ich weiß nicht, wie ihr da drin träumen, geschweige denn herumlaufen könnt. Zumal die Scheiße, die aus dem Nichts kommt, in der Regel ziemlich verschroben aussieht. Genau wie die Menschen. Und doch arbeiten wir mit ihnen zusammen, wenn wir müssen. Ich laufe hier an den Elfenwurzeln vorbei. Einer weniger! Ja, das zeigt nach hier oben, aber... Gegner, Achtung, Kettenblitz. Einfrieren. Templerlager. Das habe ich schon gefunden. Was ist das? Verlobungsring. Ach, für die Witwe. Okay. Brief. Brief bei einem Adligen. Berichte. Das ist die junge Frau. Hätte er sich fast denken können, dass sie es nicht geschafft hat. Das ist eine Höhle. Wisst ihr, nicht alle Zwerge mögen Höhlen. Wer hätte das gedacht? Weitere Vorräte für Rekrut Whittle. Ja, genau. Rekrut Whittle. Beim toten Zwerg finde die Lyrium-Ader. Ihr müsst eine Höhle oben in den Hügeln am Weg zwischen Redcliff und Haven besuchen. Hauptmann Langschwert, ausbalancierter Jagdbogen. Die Randgebiete.
Ach ja, die muss ich auch noch suchen. Winterwachturm. Ja, kann ich dem erstmal sagen, dass sie nicht wiederkommt. Wird sich zwar nicht freuen, aber was soll ich machen? Ja, so. Also nicht das Wirken des Erbauers? Ich weiß nicht viel darüber. Ich weiß nur, dass ich die Magier und Templer. Ich habe am Fuße des Hügels den Leichnam meiner jungen Frau gefunden. Sie hatte einen Brief bei sich. Dieser Brief. Belina ist tot? Aber wir waren dafür bestimmt, zusammen zu sein. Der Erbauer würde uns nicht voneinander trennen. Was soll ich jetzt nur machen? Die Inquisition braucht Männer, deren Glaube so stark ist wie der eure. Schließt euch uns an und helft uns, die Ordnung wiederherzustellen. Ja, wie könnte ich hier in den Hügeln warten, während gleichzeitig Unschuldige sterben? Ich werde das Wort des Erbauers mit dem Schwert verbrennen. Meine Männer und ich werden unsere Stärke in den Dienst der Inquisition stellen. Ich danke euch. Emissär gewonnen. Hab ich gar nicht gedacht. Und der Typ mit dem Trank? Kann ich wenigstens Bescheid sagen, dass ich das gegeben habe. Danke, dass ihr meiner Mutter den Trank gebracht habt. Ich wusste, das Licht am Himmel war noch nicht bereit für sie. Falls ihr meine Mutter oder meinen Vater wieder seht, dann sagt ihnen bitte, ich hoffe, dass sie das Licht auf ihre eigene Weise finden. Ihr habt die Ohren des Elfenvolkes, Junge, jedoch nicht seine Seele. Die Auswirkung der Bresche könnt ihr an jedem Ort der Welt spüren. Eurer Familie könnt ihr aber nur helfen, wenn ihr bei ihr seid. Ihr habt vielleicht recht. Selbst wenn diese Welt nur eine Illusion ist, die bald aufgelöst wird, sollte ich doch dafür sorgen, dass es meinen Eltern gut geht. Ich packe zusammen und gehe sofort zu ihnen. Gut. Friede sei mit euch. Ja, ja. Embryum. Hier ist ein Lager. Ja, gut. Noch eins. Vorräte für Rekrut Whittle.
Desertierte Templer! Na, dann knallt sie ab. Was? Rang 3? Die tun mir jetzt schon leid. Ohne eure Hilfe wäre ich jetzt tot. Braucht ihr irgendetwas? Ich sollte mich vielleicht langsam mal zurückmelden. Das ist eine Magierin. Ja, Eldreda. Ich glaube, so hieß sie. Zumindest habe ich gehört, wie sie von anderen Abtrünnigen so genannt wurde. Es sieht aus, als hätte hier jemand ein Picknick veranstaltet. Ja, die Magierin hat vermutlich versucht, Blutmagie zu wirken. Die Templer haben die Abtrünnige angegriffen. Ich schätze, ich bin einfach nur zwischen die Fronten geraten. Also, die Wahrheit. Ich habe mir mit Eldreda vielleicht ein wenig, die Zeit vertrieben. Die Templer haben euch also bei einem sehr freundschaftlichen Picknick gestört? Wir haben... Ja, am Anfang war sie nur eine Magierin, die mich sah und nicht gleich angriff. Dann jedoch wurden wir... Also, werdet ihr mich melden? Hör zu, Kleine. Wenn ihr es schafft, inmitten eines Krieges eine Abtrünnige aus ihren Hosen zu quatschen, habt ihr eine Gabe. Also nutzt sie auch. Eine Abtrünnige. Schafft Kontakte, sammelt Informationen und helft der Inquisition. Tut das für uns und unsere Lippen sind versiegelt. Ja, in Ordnung. Das kann ich machen und danke für eure Nachsicht. Ja, kein Problem. Ein Lager noch. Ja, vielleicht über den Turm. Na, gib mal das Embryum noch her. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich mit Embryum soll, aber hier haben sie eine Bundeslade hingestellt. Das ist gut. Verstärkte. Das ist eine gute Rüstung. Stufe 11. Sehe ich das richtig? Was sind wir gleich für eine Stufe? Ich hab schon wieder vergessen. Stufe 5. Stufe 11 ist ein bisschen krass. Leere den besorgten Speer auf. Ja, okay. Tiefenlauererleder. Haben die hier überall Schatztruhen gestellt. Ein Handhammer. Na fein. Kunari Streitaxt. Varric. Ihr habt euch der Inquisition also angeschlossen, als euch Sucherin Pentergast verhörte. In diesem Punkt war sie ziemlich beharrlich. Interessant. Was ist daran interessant? Es überrascht mich, dass es ausgerechnet ein abtrünniger Elf war, der sich der Inquisition freiwillig angeschlossen hat. Hm.
Oh, ich hoffe mal, das ist nicht hier oben. Was ist denn das? Jüngerstab des Feuers. Ist wieder so eine Barriere. Peter. Oh, pass auf, das ist eine Stufe 8. Be cool, be cool, be cool. Was ist das hier drüben? Schattenstufe 5. Schutzschild. Ganz gut, da ist. Hüterstab des Eises. Hier nicht, aber bei Solas. Obwohl, der hat... Muss ich gucken. Ja, das ist besser. Ragustein. Das ist schön. Weitere Vorräte für Rekrut Whittle. Gut, ich denke, das waren die letzten Vorräte für Rekrut Whittle. Das war lukrativ. Fünfmal Onyx. Was ist das? Schlüssel. Da muss ich hier hin. Vielleicht hier hoch. Achtung, Gegner.
Viele sind nicht übrig geblieben. Geltungsschlag. Warmutter, vierte Strophe. Räuber Großschwert, Brief und Großmutter Sitte. Aus dem Zirkel geflohen. Karte bitte. Was ist das? Sonderbare Bettgenossen. Ach so, ja, dem Typ will ich jetzt Bescheid sagen. Was ist das? Ah, das kann ich auf dem Rückweg gleich erledigen. Das ist ja fantastisch. Also die machen das wirklich gut, die Typen. Ohne Probleme. Nichts zu berichten, Sir. Ja, ja. Ich habe Ritz gefunden und sie vor den Templern gerettet. Es geht ihr gut. Danke. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es ist hier draußen für jeden gefährlich. Ich bin froh, dass die Inquisition versucht, alles wieder ins Lot zu bringen. Natürlich. Elfenwurzel kann ich nicht stehen lassen. Ob die sich freut, weiß ich nicht, aber wenigstens hat sie den Ring wieder. Nehmt euch vor den Templern in Acht. Es kümmert sie nicht mehr, wen sie töten. Ich fand diesen Ring bei einem Templer, den ich erschlagen habe. Das ist er. Seid gepriesen. Ihr und die Inquisition habt meinem Mann Gerechtigkeit widerfahren lassen. Das bringt ihn mir zwar nicht wieder zurück, aber seine Seele kann nun Frieden finden. Genau wie ich auch. Alles klar. Was ist das? Scherben in den Hinterlanden. Gar nicht mehr weit. Oh Mann. Wo wird die liegen? Klingt, als würde die hier irgendwo unten liegen. Autsch. Das war natürlich toll. Da oben.
Elementen Vorratslager gefunden. Dort muss ich jetzt hin. Mach ich hier schnell Reise. Na, dann muss ich mal zu dem Pferdezüchter. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Okay. Nee, das ist das Spindelkraut, das brauche ich nicht unbedingt. Ja, ich weiß, was du alles stehlen willst. Ich habe einige der Vorratslager der Abtrünnigen gefunden. Ich kann die Standorte für euch kennzeichnen. Ich werde mich mit ein paar Männern auf den Weg machen und die Vorräte abholen. Das wird beim nächsten Schnee nicht wenigen Flüchtlingen das Leben retten. Vielen Dank. Gern geschehen. Macht plus eins. Kriegsverweigerer. Bei einem Leichnam wurde ein Brief gefunden. Ein da. Wo ist denn der komische Pferdezüchter? Die Hinterlande ist das. Meister der Pferde. Ist denn das? Ach hier, da war ich noch gar nicht. Astarien in den Hinterlanden. Ich bin jetzt hier. Da muss ich diese Brücke überqueren. Na gut. Ach ja, muss ich hier wieder durch. Das ist jetzt schön ruhig geworden, die ganzen Typen ausgelöscht, das ist okay. Ich hoffe, dann schaffe ich das, die Tränke aufzuwerten. Obwohl ich erstaunlich wenig gebraucht habe, aber ich will es nicht beschreien. Ich bräuchte auf jeden Fall jemanden, der noch mit vorn kämpft. Das ist schon die Brücke, oder? Ja. Brief, Goldstücke. Bring's zurück, bring's zurück. Träume hören, bring's zurück. Verrückter. Höfe von Redcliffe, da will ich hin, genau.
Lesen. Brief. Suche dem Fluss nach dem Paket ab. Wolf. Stufe 5. Ah, schieß, 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 schieß. Kettenblitz. Wolf würde mit einer derartigen Verbissenheit kämpfen. Die Bresche hat sie wahnsinnig gemacht. Oder ein Dämon hat womöglich die Kontrolle über das Rudel übernommen. Na gut, lass das Astarium. Ich geh erstmal zu dem Pferdehändler. Es heißt, der Wiederaufbau von Kirkwall geht gut voran. Ich weiß, die Dinge stehen schlecht dort. Ich wollte euch nicht daran erinnern, dass die Lage in Kirkwall katastrophal ist. Habt ihr das Thema deshalb angeschnitten? Ich wollte über den Wiederaufbau reden. Ihr denkt nur an die Gebäude und selbst das wird Jahre dauern. Die Leute werden sich nicht so schnell erholen. Ich glaube, ich spüre eines der Artefakte meines Volkes. Jüngerstab des Feuers. Verteidigerrüstung, Stufe 6. Stufe 5. Das sollte die Dämonen fernhalten. Das ist ein Okularium. Da oben, ich sehe es. Oder ein Okularium, so ein Teil, ja. Fünf Scherben. Das ging schnell. Oh, hier sind viele Scherben. Umso besser. Vorsicht, das sind die Viecher, nicht angreifen. Ganz cool bleiben. Die halten ganz schön was aus. Das muss wohl Meister Dennett sein. Das ist ein Pferd. Ach, hier. Nee, das ist Serana. Na, wer seid ihr denn? Sprecht mit meinem Vater, falls ihr ein Anliegen habt. Na, wer seid ihr denn? Sprecht mit meinem Vater, falls ihr ein Anliegen habt. Na, wer seid ihr denn? Ein Papagei? Ja, ich spreche mit Dennett. Ich dachte, das wäre der. Wir haben wieder durch 10 Türen durchgeschaut. Da gibt's ein Fragezeichen. Eine Scherbe. Ein Ausrufezeichen. Ein preisgekrönter Bisent namens Druffi wird vermisst. Er ist mir bei einem Dämonenangriff weggelaufen.
Hier gibt's so viel, ich weiß ja gar nicht, wo ich zuerst hinrennen soll. Achtung, hier ist ein Riss. Naja, immer gucken. Stufe 5 ist gut. Stufe 5 ist okay. Können wir ganz beruhigt angreifen. Ja, wunderbar. Weiter nachrücken. Kettenblitz. Und Schutz. Gut, angreifen. Sperrfeuer. Gut. Eisen 17 Mal, Geistessenz. Tyrdas Liebste. Mal schnell einen Riss zugemacht. Das ist gut. Obsidian. Bark. Errungenschaft, geschickte Hände, gute Werkzeuge. Das brauche ich unbedingt. Aber erstmal muss... Moment. Ihr seid also die Inquisition, hm? Ich habe gehört, ihr versucht wieder für Ordnung zu sorgen. Wird ja auch höchste Zeit, dass jemand was unternimmt. Ich hätte allerdings nicht gedacht, dass es ausgerechnet eine Magierin sein würde. Die Magie hat Radcliffe schon mehr als genug Probleme beschert. Mein Name ist Dennett. Ich habe Al Eamon 30 Jahre lang als Stallmeister gedient. Al Eamon. Wie ich höre, braucht eure Inquisition Pferde. So ist es. Könnt ihr uns helfen? Im Moment nicht. Ich kann nicht einfach 100 der besten Rösser an ganz Ferelden wie einen Brief verschicken. Jeder Bandit zwischen hier und Haven würde sich auf sie stürzen wie Fliegen auf einen Scheißhaufen. Ihr bekommt eure Pferde, sobald ich weiß, dass sie nicht als Frühstück an einem kalten Wintermorgen enden. Ja, klar. Das klingt durchaus annehmbar. Freut mich, das zu hören. Meine Frau Elena leitet die Höfe und Bronn ist für meine Wachen zuständig. Sie werden euch sagen, was sie brauchen. Und bis dahin verdient zumindest ihr etwas Besseres als diesen lahmenden Ackergaul, den sie euch da gegeben haben. Der Fuchs da drüben ist ein reinrassiger feraldischer Vorder. Kümmert euch gut um ihn. Dann wird er sich auch gut um euch kümmern, Inquisition. Was ist Fuchs? Auch kein Fuchs. Tränke von Dedas. Steig auf das Pferd in den Ställen.
Drücke Umschalt zum Galoppieren. Drücke das Ding zum Absteigen. Möchtest du dein Reittier herbeirufen? Wähle das Reittier-Symbol. Ah ja, okay. Schön, gleich noch eine Stufe aufgestiegen. Das ist natürlich toll. Ja, Geistschlag, klar. Ich brauche Geistschlag. Das habe ich in Origins immer gebraucht. Du kannst Geistschlag jetzt nutzen, um sämtliche negativen Statuseffekte zu entfernen, von denen du betroffen bist. Das ist natürlich auch gut. Super. Hättet ihr Lust, euch an einer meiner Strecken zu versuchen? Ein Rennen. Von welcher Art Rennen sprecht ihr? Ich stecke dort drüben mit Pfählen eine Strecke ab. Sie ist zu schmal, um gegeneinander zu reiten, also nehme ich mit einer Sanduhr die Zeit. Ihr versucht, die Strecke zu meistern, bevor die Zeit um ist. Ja, mache ich. Ich denke, ich versuche mich mal an einer eurer Strecken. Wundervoll. Dann holt euer Pferd, während ich sie abstecke. Wenn ihr die Zeit schafft, trenne ich mich von einem Teil des Kleidergeldes, das ich von Vater habe. Betrachtet es als Spende an die Inquisition. Warte, ich muss mal ausparken, entschuldige. Ich drehe hier alles zusammen. Wo ist der Anfang hier? Die reiten wir alle mit. Hey, wo sind denn hin? Ist wirklich abgehauen? Gut gemacht. Hättet ihr Lust auf ein weiteres Rennen? Ja, warum nicht? Steckt die nächste Strecke ab. Ausgezeichnet. Schwingt euch in den Sattel. Ich werde sie auf der Stelle festlegen. Das galoppiert die ganze Zeit, das hat eine schöne Ausdauer, das Pferd. Echt toll, gibt's sogar Pferde. Eure Rolle in Geschichte des Champions wird kaum erwähnt, Varric. Na, ich will die Leute schließlich nicht langweilen. Ihr meint, ihr wollt euch selbst nicht belasten? Ist das nicht dasselbe? Gut gemacht. Hättet ihr Lust auf ein weiteres Rennen? Ja, eins macht's noch. Steckt die nächste Strecke ab. Ausgezeichnet. Schwingt euch in den Sattel. Ich werde sie auf der Stelle festlegen.
Ach, mit F kann ich auch aufsteigen. Okay. Das Pferd ist ganz ordentlich. Gibt's nichts zu meckern. Schönes Tier. Ist das denn zu fassen? Ihr habt jede einzelne meiner Strecken gemeistert. Ihr wisst wirklich, wie man reitet. Ihr wisst wirklich, wie man reitet. Ja, okay. Also ich muss mit seiner Frau sprechen und mit dem anderen Typ. Der Meister will nicht, dass ich diesen Flüchtlingen Waffen gebe, solange keine Hoffnung besteht, dass sie sich selbst verteidigen können. Falls ihr aber ein paar Wachtürme errichtet, würden wir alle rechtzeitig vorgewarnt, wenn wieder ein Angriff droht. Ihr sagtet, ihr wüsstet eine Möglichkeit, den Flüchtlingen zu helfen. Richtig. Es gibt in dieser Gegend so viele Hügel, die Plünderern und Banditen Schutz bieten, um sich zu sammeln. Ich habe auf der Karte einige gute Standorte markiert. Wenn ihr dort Wachtürme errichtet, spreche ich mit dem Meister und besorge euren Leuten Waffen. Okay. Lebt wohl. Schutz der Felder, gekennzeichnete Wachturmstandorte. Und was will die? Ja, so. Ich habe gehört, was mein Mann gesagt hat. Wenn ihr unsere Pferde wollt, müssen unsere Bauern auf den Feldern wieder sicher sein. Seit die Bresche aufgetaucht ist, spielen die Wölfe hier verrückt. Sie machen Jagd auf unsere Leute wie tollwütige Bestien. Kümmert euch um die Wölfe, damit unsere Bauern wieder sicher sind. Inwiefern verhalten sich diese Wölfe ungewöhnlich? Normale Wölfe reißen Vieh. Nähert man sich ihnen aber mit einer Fackel und einer Klinge, nehmen sie reißaus. Diese Bestien allerdings, sie sind wie die dunkle Brut während der Verderbnis oder die Toten, die sich erhoben hatten, um uns anzugreifen. Sie sind besessen oder so etwas in der Art. Ich habe schon zu viele Leute an sie verloren. Ich werde nicht noch mehr in Gefahr bringen. Ordnung. Lebt wohl. Einen schönen Tag noch. Gleichfalls, danke. Also muss ich Wachtürme aufbauen und die Wölfe töten. Was ist das? Dort gehe ich zuerst hin, weil ich hier ein Lager aufbauen möchte.
Brief in einem leeren Haus. Durchsuche die nördlichen Hügel. Ihr kennt sie ja. Dort ist sie sicher, bis alles vorbei ist. Ja, ich weiß. Halt, das waren die Tränke, die brauch ich nicht. Den Tisch brauch ich. Geologische Studie, doch. Dragostein und 10-mal was? Was ist das? Eisen. Ja, okay. Für euch von Belang sein dürften. Setzt mich ins Bild. Seht selbst, Sir. Was willst du? Abgeschlossen. Gott, die wollen wieder meine Dragosteine. Ja, mach. Setzt mich ins Bild. Das könnte nützlich sein. Käfigbeschaffung, veraltetes Schloss und Eisen habe ich. Gefangenenkäfige. Viel bringt das aber nicht. Es gibt Neuigkeiten, Sir. Setzt mich ins Bild. Seht selbst, Sir. Rätselkästchen. Dragonstein, Obsidian. Er braucht den zwergisches Rätselkästchen. Klemmer, Rätselwürfel. Kristallsägen, Widerleder, Obsidian. Na, warum nicht? Ist okay. Ich will nicht die Hügel durchsuchen, ich muss Wölfe bekämpfen. Was ist das? Kennzeichne Wachsturmstandorte, das mache ich jetzt. Ja. Blutlotus. Jetzt habe ich ja ein Pferd, das kann ich jetzt hier nutzen. Ich kann nur auf dem Pferd nicht kämpfen. Und ich kann keine Materialien aufsammeln. Ich kann nicht mal suchen. Ja, ich glaube, das ist hier ungünstig. Ich brauche nur mal die Materialien. Gegner? Ja. Stufe 8. Komm, komm, komm. Schutz. Halt, das ist Geistschlag. Das ja. Okay. Ich komme gar nicht dazu, hier rumzugehen. Wirklich gut.
Horn des Heldenmuts. Nee, Kettenblitz. Horn des Heldenmutes. Kirschen, Kerzenstummel, schimmernde Baumwolle. Ihr wart doch zu Anfang der Meinung, unser Herold Andrastes sei in den Angriff auf das Konklave verstrickt gewesen, nicht wahr, Sucherin? Ja. In Ermangelung einer anderen Erklärung schienen die Beweise erdrückend zu sein. Und doch habt ihr eure Meinung geändert. Ihr habt die Stimmen im Tempel doch auch gehört. Ist es denn so überraschend, dass ich ihnen geglaubt habe? Bedauerlicherweise ja. Zu wenige der Mächtigen besitzen den Mut, einen einmal eingeschlagenen Pfad wieder zu verlassen. Sie fürchten, sie könnten dadurch schwach erscheinen. Die Wahrheit ist mir wichtiger als mein Ruf. Und wer auch immer mich der Schwäche bezichtigen möchte, kann es gerne versuchen. Gut, habe ich zwei solche Dinger markiert. Was ist das? Kriegsverweigerer. Wo Bisens grasen. Risse bei den Höfen. Vielleicht kann ich hier so zurück. Ich muss ja sowieso zum Lager, das ist gar nicht übel. Mach ich erstmal das. Das brauche ich nicht, das hier.